So, Karnevalsumzug in Burgla, dies Jahr 2014. Damit wir in Stimmung kommen, haben wir uns einen Tisch da aufgebaut auf der Straße und haben so ein bisschen vorgeglüht. Von hier oben gibt es einen Blick in das Tal. Da können wir feststellen, ob der Zug schon unterwegs ist. Der nimmt dann die Richtung Peterslar über die untere Landstraße durch das Tal. Wie man hier hört, ist schon Stimmung da. Danach wird aufgebrochen nach Peterslar. Dort beginnt der Karnevalszug gemeinsam im Ort Peterslar. Als erstes ist der Kinderprinz, dann kommen die Speckbohnen, eine Gruppe der Möhnen aus Burgla. Danach kommt ein Klüppchen von Frauen aus Burgla, irgendein Karnevalsklüppchen. Peterslar hat ja dieses Jahr 700 Jahre Feier, deswegen haben sie sich so einen schönen Motivwagen gebaut. Die drehen das Rad zurück, 700 Jahre zurückgedreht. Aus Oberla ist auch ein Wagen vertreten. Ein kleiner Burglarer Wagen noch mit Zwergen und ein Teewagen aus Burgla. Die Burggrafen, die wollen mehr Gemeinsamkeit mit Oberla. Und ein Gemeinschaftshaus bauen in der Lahrer Herrlichkeit. Und schon kommt der Prinzenwagen. Eine Zeit lang stehen die Wagen hier noch in Peterslar und dann geht es rauf nach Eckersberg. So, erst kommt wieder der Kinderprinzenwagen voran. Ein Kinderprinzenpaar aus Burgla. Danach kommen wieder die Speckbohnen, die Möhnen aus Burgla. Dann wieder das Karnevalsglückchen, das Burgla,
und der Peterslauer Wagen mit dem Rad, was sich zurückdreht, die 700 Jahre, wird jetzt auch über Heck erfüllt. Das Symbol der Peterslauer ist hier ein Storch. Die Burglauer sind die Ziegen, die Oberlauer die Ochsen. Das sind die Ochsen aus Oberlauer. Nochmal der kleine Wagen aus Burglar. Dann nochmal die Bosse, die Burggrafen mit ihrem Wagen. Und zum Schluss nochmal der Prinzenwagen. Und das ist dann der Abschluss von Heckefeld, zumindest an unserer Stelle. Und kurze Zeit später kann ich noch von meinem Erker unten im Tal sehen, wie der Zug in Burglar endet.